Christus Jesus hat dem Tode die Macht genommen und das Leben und unvergängliches Wesen ans Licht gebracht durch das Evangelium. Seien Sie herzlich willkommen zu diesem Gottesdienst am 16. Sonntag nach dem Trinitatisfest. Um Tod geht es heute auch im Gottesdienst, aber wenn es um Tod geht, dann geht es ja immer auch um das Leben. Lassen Sie uns diesen Gottesdienst beginnen im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Sind manchmal auch Psalmen als Predigtext vorgeschlagen, so auch heute. Ich lese aus dem Psalm 16 einige Verse, der getränkt ist vom großen Vertrauen in Gottes Leitung und Begleitung. Da heißt es: Der Herr ist mein Gut und mein Teil, du hältst mein Los in deinen Händen. Das Los ist mir gefallen auf liebliches Land, mir ist ein schönes Erbteil geworden. Ich lobe den Herrn, der mich beraten hat, auch mahnt mich mein Herz des Nachts. Ich habe den Herrn alle Zeit vor Augen, er steht mir zur Rechten, so wanke ich nicht. Darum freut sich mein Herz und meine Seele ist fröhlich, auch mein Leib wird sicher wohnen. Denn du wirst meine Seele nicht dem Tode lassen. Und nicht zugeben, dass dein Heiliger die Grube sehe. Du tust mir kund den Weg zum Leben. Vor dir ist Freude die Fülle und Wonne zu deiner Rechten ewiglich. Liebe Gemeinde, jeden Gottesdienst beginnen wir mit einem kleinen Partikel, der uns oft gar nicht auffällt. Mit dem Votum. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Wir denken darüber kaum nach und wenn ihr uns fragen würdet, was bedeutet das eigentlich, gerieten wir wohl ins Stottern. Aber eigentlich bedeutet das etwas ganz Einfaches, nämlich Gott ist da. So einfach könnte man das sagen. Gott ist da, jetzt mitten unter uns. Gott ist da und aus diesem Gedanken entwickelt sich der ganze Gottesdienst. Gott ist da und wir sind auch da. Wir sind da mit allem, was wir mitbringen in unserem ganzen Leben und alles. Dieses ganze Leben findet sich in unserem Gottesdienst wieder. Alles, was wir im Leben empfinden, worüber wir uns freuen, worunter wir leiden, spiegelt sich da wieder. Aber der Gottesdienst wirft das nicht nur zurück wie ein Spiegel, sondern verwandelt es durch das Wissen. Oder durch Gewissheit, Gott ist da. Mit den Konfirmanden habe ich diese Woche über den Gottesdienst gesprochen und gemeinsam
wollte ich mit Ihnen eine These überprüfen, nämlich diese These, dass das Leben sich mit all seinen Facetten im Gottesdienst widerspiegelt. Da haben wir dann eine Probe gemacht, aber bevor wir das gemacht haben, haben wir zuerst einmal die Elemente des Gottesdienstes betrachtet und überlegt, worum geht es denn bei den einzelnen Teilen eigentlich? Am Anfang die Glocken, sind nicht unsere eigenen, das sind geliehene von St. Alban. Die rufen uns aus dem Alltag heraus. Und die Musik zum Eingang setzt die Stimmung. Sie kann fröhlich sein oder Trauer aufgegeben. Auf alle Fälle ist sie festlich und sagt uns damit, das ist jetzt keine Alltagsstunde, sondern eine festliche Stunde. Und die Begrüßung, wie immer sie ausformuliert ist, sagt uns doch, wir sind hier willkommen. Alle. Auch die, die uns Einzelnen vielleicht nicht willkommen wären. Es gibt ja nicht viele Orte auf der Welt, wo wirklich alle willkommen sind. Nur bei Gott. Denn Gott ist da. Und die Lieder, die bringen uns zur Sprache. Sie leihen uns Worte, Gedanken, Gefühle, bringen uns auch zum Klingen. Alles, was in uns ist. Und in dieser Resonanz klingt auch Gottes Nähe wieder. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, das Votum sagt, was wir vielleicht bis da schon gespürt haben, Gott ist da. Die Psalmen verbinden uns mit unseren jüdischen Eltern, sind ihr Erbe an uns. Und wenn wir sie hören, dann staunen wir manchmal, wie verbunden wir mit Menschen sein können, die für weit über 2000 Jahren gelebt haben und das Gleiche empfunden haben wie wir, die dankbar waren und Gott lobten, die die gleichen Fragen an das Leben hatten wie wir, die Fragen nach dem Leid, nach dem Gefühl der Ohnmacht oder die Frage nach Schuld und Buße. All die Fragen, die das Leben uns ebenso stellt. In dem Psalmen taucht schon einmal das ganze Leben in allen Facetten. Im Kyrie, dem Sündenbekenntnis, da geht es um unsere Schuld. Darum, was uns nicht gelingt und auch darum, was in uns steckt an destruktiver Energie. Und die Gnadenverkündigung im Gloria setzt dem Gottes Erbarmen entgegen. Sie sagt uns, es muss bei unserer Schuld nicht bleiben. Im Wechselgruß, der Herr sei mit euch und mit deinem Geist, sprechen wir einander an und sprechen uns Gottes Nähe noch einmal zu. Übrigens wissen die Konfis jetzt, wie es richtig heißt. Das heißt nämlich nicht und mit seinem Geist, sondern mit deinem Geist. Mit Ausnahmsweise war ich gemeint an dieser Stelle und das tut mir auch gut. Das zweite Gebet nennen wir das Kollektengebet oder Tagesgebet. Es geht dabei nicht darum, dass die Kollekte möglichst üppig ausfalle, sondern, manchmal schon, ja, sondern im Wortsinne um die innere Sammlung. Wir sammeln uns und tun das, indem wir uns daran erinnern, was Gott schon für uns getan hat. In der Schriftlesung taucht Gott mit seinem Wort auf, denn er hat uns etwas zu sagen. Und die Botschaft des Evangeliums gibt dem ganzen Gottesdienst sein Thema. Beachten wir, mit welchem Wort das Glaubensbekenntnis beginnt. Mit dem Wort Ich. Hier komme ich zur Sprache. Ich glaube. Nicht irgendwer oder man glaubt, sondern hier geht es um mich. Die Predigt versucht nun, all das zum Ausdruck zu bringen, was es für uns bedeutet, dass Gott da ist. Im Idealfall ist sie gesättigt von unserem Leben, unserer Erfahrung, unseren Gefühlen. In den Fürbitten geht es dann mal nicht um uns. Da geht es um die anderen. Wir bringen sie, die anderen, die ganze Welt vor Gott mit allen Facetten. Und wenn wir uns mit unserem Leben bis dahin noch nicht wiedergefunden haben im ganzen Gottesdienst, dann kommt das Vaterunser. Das Gebet, das Jesus uns gelehrt hat, er sagt uns, wenn ihr nicht die Worte findet, um euch vor Gott zu bringen, dann schenke ich euch Worte. Und in denen kommt das ganze Leben. Und der Segen sagt uns, Gott ist da, aber nicht nur hier und heute in dieser Stunde, sondern seine Gegenwart begleitet euch in euren Alltag hinein. Der Segen drückt aus, wir stehen unter Gottes Hut, befehlen uns seinem Schutz an. Und der Segen sagt auch, unter seinem Segen können wir wachsen.
So spiegelt sich im Gottesdienst unser ganzes Leben. Alles, was wir erleben, empfinden, hat Raum im Gottesdienst, den wir jeden Sonntag feiern. Und jetzt wollten wir mal rauskriegen, ob das stimmt. Und haben in der Konfis die Probe gemacht, indem wir ganz einfache Geschichten aus dem Alltag erzählt haben. Es konnten erfundene sein oder wahre, aber die meisten waren nur, glaube ich, wahr. Und haben dann überlegt, welche Erfahrung steckt dahinter? Und wo findet die im Gottesdienstraum? Ich fange mal an einer lustigen Begebenheit an. Ein Mädchen in Kronberg erzählte, im Kindergarten hat ihr einmal ein Erzieher Suppe über den Kopf geschüttet. Darüber haben wir gelacht. Also, ob es mit Absicht war, das war unklar, das konnte sich nicht mehr erinnern, jedenfalls war es passiert und war in ihr hängen geblieben. Zum Glück hat die Konfirmandin davon auch kein Trauma zurückbehalten. Aber in dieser kleinen, lächerlichen Episode steckt eine wichtige Lebenserfahrung. Heute lacht die Konfirmandin darüber, aber damals fühlte sie sich nicht gut dabei, das wusste sie noch ganz genau, und es wahrscheinlich nicht nur aus hygienischen Gründen, weil die Frisur ruiniert war, sondern, so unsere Deutung, weil es eine Ohnmachtserfahrung war. Etwas, das man durchleiden muss, wo man nichts dagegen tun kann. Und unter diesem Aspekt wird aus der lustigen Alltagsgeschichte eine grundlegende Lebenserfahrung. Denn die Erfahrung der Ohnmacht gehört zu unser aller Leben. Wir sind nicht die Herren der Welt und unseres Lebens. Das Leben fügt sich nicht immer unseren Wünschen. Und denken wir einmal darüber nach, wie viel Anteil in unserem Leben darin besteht, Dinge zu ertragen oder zu erleiden, die wir nicht ändern können. Und denken wir daran, wie beschämt wir uns dabei fühlen. Scham ist das Gefühl, das aus Ohnmacht entsteht. Ich schäme mich, weil ich hilflos bin, nichts tun kann. Nackt. Und wo kommt das jetzt im Gottesdienst vor? Wo wird das aufgefangen, wiedergespiegelt, vielleicht sogar verwandelt? Es kann überall im Gottesdienst auftauchen, zum Beispiel in den Psalmen, wenn es da heißt, hilf mir Gott, das Wasser geht mir bis an die Kehle. Aber unsere Ohnmachtserfahrung fühlt sich vielleicht anders an unter dieser Vorgabe, Gott ist da. Und dem Vater unser, dem Gebet, das unserer Sprachlosigkeit Worte schenkt, kommt unsere Ohnmacht auch vor, wenn wir beten, erlöse uns von dem Bösen. Denn das Böse ist die Macht, der wir nicht gewachsen sind, der wir nichts entgegensetzen können. Das Böse können wir nicht besiegen. Wir müssen davon erlöst werden, von jemandem, der stärker ist als wir. Und so wird unsere Ohnmacht nicht nur gespiegelt. Es wäre ja grausam, wenn wir nochmal auf unsere Ohnmacht zurückgeworfen würden, wenn das nur verstärkt würde, wie ohnmächtig wir sind, sondern im Gebet erlöse uns von dem Bösen, wird unsere Ohnmacht verwandelt durch Gottes Macht. Weil wir darauf vertrauen, Gott kann uns von dem Bösen erlösen. So ging es dann weiter und viele Geschichten kamen und in allen vier Konfliktgruppen waren wir ganz schnell bei Unfällen. Ich bin auf dem Fahrrad beinahe vom Bus gestreift worden neulich. Oder neulich in der Schule, da kam der Rettungswagen, weil sich einer verletzt hat. Und dann wurden die Fälle immer dramatischer. Unfälle, die nicht glimpflich ausgingen. Manche, die alle Lebenspläne über den Haufen warfen, wenn ein hoffnungsfroher junger Mann von einem Auto über den Haufen gefahren wird, sodass das ganze Leben nicht mehr ist wie früher. In manchen Erzählungen findet sich dabei die Erfahrung, wir sind bewahrt worden. Es ist nochmal gut gegangen, der Bus hat mich nicht gestreift. Ich war ganz nah dran am Abgrund, aber ich bin nicht abgestürzt. Die Erfahrung, unser Leben wird ja, wenn wir darüber nachdenken, durch eine gewaltige Summe solch scheinbar glücklicher Zufälle überhaupt erhalten. Wie oft ist es einfach Zufall, dass wir noch leben?
dass wir nicht von Auto gelaufen sind, in den Bergen nicht abgestürzt sind, dass uns keine tödliche Krankheit ereilt hat. Da klingt dann etwas wieder von dem Segen, unter den wir unser Leben stellen. Wenn der Segen sagt, ihr seid nicht dem Zufall unterworfen, sondern der behütenden und bewahrenden Macht Gottes. Und so wird etwas wieder nicht nur gespiegelt, sondern auch verwandelt durch den Gedanken, Gott ist da. In solchen Unfällen spiegelt sich natürlich noch einmal diese Ohnmachtserfahrung wieder. Wenn da der Bus an mir vorbeifährt, da kann ich nichts machen. Manchmal so als die Erfahrung, man ist davon erlöst worden, aber nicht immer. Und Schuld ist auch ein Thema, das da aufgerufen wird bei diesen ganzen Unfallgeschichten. Wenn einer den anderen überfährt, manchmal aus Nachlässigkeit, meistens, vielleicht war Alkohol im Spiel. Und dann begeht einer noch Fahrerflucht und entzieht sich der Verantwortung und auch der Möglichkeit, irgendeinen Schaden, soweit es geht, wieder gut zu machen. Unsere Schuld und ihre Vergebung. Ich glaube, das wird Ihnen am leichtesten fallen, das im Gottesdienst zu verorten. Im Kyrie, im Sündenbekenntnis, da geht es sehr explizit darum, dass unsere Schuld zu unserem Leben gehört. Das, was wir falsch machen. Und im Vater unser geht es auch explizit darum. Vergib uns unsere Schuld. Lass es nicht dabei bleiben, dass wir etwas auf uns geladen haben, das wir dann gar nicht mehr gut machen können. In diesen Unfallgeschichten, da gibt es zwar auch diesen Aspekt des Leidens und des Schmerzes. Schmerzen sind ja auch ein großer Teil vom Leben mancher Menschen. Und ich meine damit nicht nur das, was wir auf dem Zahnarztstuhl erleiden. Manche unter uns vielleicht ist ganz genau aus eigener Erfahrung, wie sehr Schmerzen das Leben eines Menschen einschränken können. Der Schmerz des Körpers, der kann sich manifestieren zum Seelenschmerz. Und wie sehr kann ja die Seele uns sehen? Man ist manchmal fassungslos, wenn man daran denkt, was für ein Leid manche Menschen ertragen müssen. Blick auf das Kreuz. Oder da. Findet man das eigene Leid vielleicht im Leiden Jesu wieder? Und vielleicht kann es dann auch geschehen, dass das Leiden dadurch nicht einfach nur verstärkt oder verdoppelt wird, sondern dass wir ein Gefühl bekommen, das, was wir nicht tragen können, das wird mitgetragen von dem, der alles Leid der Welt ertragen hat. Ich schaue mal auf die Uhr, wir haben noch ein bisschen Zeit. Und darum möchte ich noch was aus dem Konfirmandenunterricht erzählen, nämlich, die Konfis sagten, es würde ihnen eigentlich ganz gut gefallen, wenn das Publikum im Gottesdienst mal ein bisschen mehr beteiligt würde. Also jetzt haben sie die Gelegenheit. Wer von Ihnen möchte mal eine Alltagsgeschichte erzählen? Wir probieren mal zusammen, wo die im Gottesdienst vorkommt. Gar nicht so einfach für die Konfis, wenn wir denken, gell? Im Fernsehen ist das oft geskriptet, wenn das Publikum was sagt. Das ist nicht spannend. Eine ganz normale Geschichte aus dem Alltag, aus der Küche, beim Kochen, am Mittagstisch. Muss keine Katastrophe sein. Und eine Bedingung gibt es, es sollen keine Raumschiffe vorkommen, die uns entführen oder so. Ganz normale Begebenheiten aus dem Alltag. Womit sind Sie heute hergekommen, mit welchem Gedanken? Ich will Sie nicht quälen oder hier bloßstellen, aber vielleicht nehmen Sie mal den Gedanken mit. Überlegen mal zu Hause, was habe ich eigentlich erlebt, was bewegt mich? Oder wenn Sie etwas erleben, denken Sie darüber nach, wenn ich jetzt in Gottesdienst gehe, wo kommt es wieder? Ist das auch eine Erfahrung von Ohnmacht gewesen? Eine Erfahrung von Leid, von Schuld? Oder eine Erfahrung großer Freude und der Dankbarkeit, denn die kommen ja auch vor. Dankbarkeit ist ein wichtiger Teil im Gottesdienst. Gott loben, all das sind wichtige Elemente im Gottesdienst.
Die kamen nur nicht so vor, weil diese Unfallgeschichten immer größer wurden und immer katastrophaler. Das hat so eine eigentliche Nacht. Gib mir diese Fragen mal mit. In Alltagsbegegnungen einfach den Gedanken mitnehmen, Gott ist da. Im Gottesdienst, liebe Gemeinde, geht es um das ganze Leben. Aber es scheint nicht nur auf, sondern es wird verwandelt, denn Gott ist da. Du tust mir kund den Weg zum Leben. Vor dir ist Freude, die Fülle und Wonne zu deiner Rechten ewiglich, heißt es in dem Psalm, den wir als Ausgangspunkt für diese Predigt genommen haben. Ja, unser Leben ist ein Weg, manchmal eine fröhliche Wandlung, ein beglückender Ausflug zu wunderbaren Zielen, manchmal eine anstrengende Wanderung, aber man ist dann stolz, wenn man erschöpft am Ziel angekommen ist und sieht, das hat man geschafft. Manches finstere Tal müssen wir auch durchwandern. Und manchmal gehen unsere Kräfte dabei zu Ende. Aber dieser Weg, so verschieden er sich anfühlen mag für jeden Einzelnen von uns, er soll ein Weg zum Leben sein, denn Gott ist da. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen. Den Weg zum Leben. Und jeden Schritt, den wir tun, gehst du mit uns. Wir bitten dich, lass uns mutig sein und voller Zuversicht unseren Weg gehen. Wir bitten, dass du unseren Glauben stärkst, Vertrauen in uns gründest, uns niemals die Hoffnung aufgeben lässt. Wir rufen zu dir. Und den Weg zum Leben. Und du willst uns stärken für unseren Weg. Wir bitten für die, die vor großen Herausforderungen stehen, die wichtige Aufgaben haben. Wir bitten für die, die ihren Weg alleine gehen müssen. Wir bitten für die, die sich um ihre Gesundheit und ihr Leben sorgen und um das ihrer Nächsten. Wir bitten für die Trauernden wie für die Sterbenden, dass sie wissen, auf den letzten Weg gehen sie an deiner Hand. Wir rufen zu dir. Meine Hoffnung und meine Freude, meine Stärke und Licht, Christus, mein Zuversicht, auf dich vertraue ich und verspreche.
kund den Weg zum Leben und führst uns zu wunderbaren Zielen. Wir bitten dich besonders für die jungen Menschen, für die Kinder und Jugendlichen, besonders für die Konfirmanden in unserer Gemeinde. Wir haben ihnen so viele Probleme hinterlassen. Stärke du sie mit Lebensmut und Kreativität und schenke ihnen Freude an. Wir rufen zu dir. Doch ein Wegweiser, der uns Orientierung gibt. Wir bitten für alle Menschen, die auf ihrem Weg auf Hindernisse treffen, die verzweifelt sind und mutlos, keine Hoffnung haben, nicht sehen, worauf sie vertrauen können. Und wir bitten auch für die, die in die Irre gehen, die sich verlaufen haben, dass sie umkehren können und dabei freundlich empfangen werden. Wir rufen zu dir. Zerstörung, unter der wir leiden, und unsere Unfähigkeit, friedlich und gerecht miteinander zu leben. Zu dir rufen wir. Hinweise möchte ich auf zwei Dinge. Einmal, am kommenden Samstag wird in Kronberg das Fest der Vielfalt gefeiert. Das ist der Auftakt der Vielfalt oder interkulturellen Wochen, die der Hochtaunuskreis begeht. In diesem Jahr ist es in Kronberg. Es gibt ja keinen Herbstmarkt mehr in dem Sinne wie früher. Das ist in diesem Jahr mal an seine Stelle getreten. Und auch wir als Kirchengemeinde, evangelisch und katholisch aus Kronberg, Kronberg, Röhrstadt und Schönberg, beteiligen uns daran. Wir werden einen Stand betreiben. Und der ist ja nicht in der Tanzhausstraße wie sonst, sondern auf dem Johanniskirchhof, also direkt um die Johanniskirche, was sehr schön ist. Da gibt es dann noch andere Leute, es gibt auch was zu essen, von einem anderen Stand, das müssen wir nicht machen, sehr gut. Und es gibt dann einen Stand, wo man was gestalten kann für die Kinder, unter dem Motto, unser Kreuz hat eine Farbe, das ist ja so eine Aktion, die gerade läuft. Es gibt dann auch Musik in der Kirche
Bernhard Sose wird mit dem Kinderchor ein Kinderstück aufführen, um 15 Uhr, glaube ich. Ich werde um 14 und 16 Uhr zweimal eine Einführung geben. Vielleicht haben Sie schon gemerkt, in der Kronberger Kirche wurde im Frühjahr eine neue Statue eingeweiht von einem Gegenwartskünstler. Und wer die mal genau betrachten möchte und mal wissen möchte, etwas darüber, ich habe damals die Einweihung begleitet und auch ein Gespräch mit dem Künstler geführt, da mache ich eine kleine Einführung um 14 und 16 Uhr. Ich freue mich, wenn Sie dazu kommen. Nächsten Sonntag ist hier kein Gottesdienst. Wo der Gottesdienst stattfindet, finden Sie auf dem Zettel, den Sie hoffentlich erhalten haben. Wenn nicht, können Sie ihn dann mitnehmen, nämlich in Kronberg, weil wir feiern am nächsten Sonntag einen gemeinsamen Gottesdienst mit unseren Nachbarn ein. Wir kommen auch in Falkenstein, Oberhöchstadt, Inglashütten, weiß ich nicht genau. Ist kein Gottesdienst, weil wir alle in der Johanneskirche zusammenkommen, zu einem besonderen Anlass. Sie wissen ja, unser Nachbarschaftsraum wächst zusammen. Eines der wirklich guten Projekte, die wir zusammen machen können und die alle alleine nicht geschafft hätte, ist, dass wir über ein knappes halbes Jahr so einen Ausbildungskurs für Ehrenamtliche gemacht haben, die so in der Besuchssaison sind, die Menschen zum Geburtstag besuchen oder zu anderen Anlässen und die wir damit stärken und auch neue Mitarbeiter gewinnen wollen und wollen sie ausrüsten. Damit, ja, wie geht das eigentlich? Nicht nur stellt man sich vor, was zieht man an, sondern auch, was kann ich da erleben? Welche Themen sind wichtig? Und dann auch, was bringe ich mit, was mich vielleicht belastet? Worüber möchte ich mich austauschen? Das war ein Kurs, der den Beteiligten sehr viel Spaß gemacht hat. Es waren wirklich nur Damen, vielleicht kommen beim nächsten Mal auch ein paar Herren dazu. Mit großer Begeisterung dabei. Und darum haben wir diesen Gottesdienst geplant, einmal als Abschluss dieses Gottesdienstes, als Dank und Segen. Wir wollen jetzt dazu aber alle Menschen einladen, die sich in so einem Bereich in die Gemeinde einbringen, die andere besuchen, sich um andere kümmern, Diakonen, Stühle, Krankenhausseelsorge machen. Es gibt ja auch Trauergruppen und solche Dinge in manchen Gemeinden. All die sind eingeladen und mit diesem Gottesdienst wollen wir alle gemeinsam Ihnen danken und Sie für Ihre Arbeit segnen. Den Gottesdienst gestalten Pfarrerin Ulrich aus Oberhöchstadt und ich. Und Sie kommen alle. Es wird nämlich schön. Der Chor der Johanneskirche singt. Wird ein wirklich schöner Gottesdienst. Kommen Sie. Hatte ich erwähnt, dass Sie alle eingeladen sind? Gut. Ich glaube, das war's und habe ich was vergessen. Dann singen wir jetzt das Schlusslied. Auch ein Lied von Lothar Zenetti, von dem wir ebenfalls gesungen haben. Der, wie gesagt, wissen auch immer, als er noch Priester war, Kaplan in Königstein war. Behüte Gott, die ich dir anempfehle. Auf dich. Er schenke dir Frieden.